Wenn du keine 20 Minuten hast oder sie nicht investieren möchtest, um nachzudenken, und damit meine ich nicht zu grübeln, sondern wirklich nachzudenken, deinen Geist anzuregen, dann hast du im Grunde genommen gar kein Leben. Schön, dass du wieder hier bist und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin's, dein Patrick Neukirch, und heute möchte ich dir eine einzige Sache verraten, die unheimlich wichtig sein wird im Jahre 2022. Weiß ich das, weil ich eine Glaskugel habe? Nein, ich glaube, dass das eine wichtige Sache sein wird. Und welche Sache das ist, das erkläre ich dir im Laufe dieses Videos. Es ist also unheimlich wichtig, dass du bis zum Ende dran bleibst, denn dann wird auch klar sein, was zu dieser einen Sache eigentlich alles dazugehört. Und es soll in diesem Jahr natürlich darum gehen, dass du deine Ziele erreichst. Aber ich möchte dir keine 5 Schritte dorthin zeigen. Ich möchte dir auch nicht sagen, dass es dort 3 Strategien gibt, wie du es am besten machst, dass alles smart sein sollte. Sondern ich glaube, es ist wichtiger, dass wir an einer ganz anderen Stelle angreifen, die wirklich von Relevanz ist und die den größten Needle Mover darstellt. Der Needle Mover ist das, was die Nadel am meisten bewegt. Das, was dich von 0 auf 100 in der schnellsten Zeit bringt. Und der erste Punkt ist, einfach zu wissen, dass es auch harte Zeiten in diesem Jahr geben wird. Es verläuft im Endeffekt wie bei so einer Achterbahn. Es geht hoch, es geht runter, es ist manchmal einfacher, manchmal schwerer. Das Problem von uns Menschen ist, dass wir, zumindest habe ich das so beobachtet und habe das auch in meinen Coachings so gesehen, wenn die Zeiten hart werden, werden wir sanft zu uns selbst. Und das hat man auch in der C-Krise gesehen, dass wenn alles gefühlt irgendwie zusammenbricht, alles irgendwie unter Strom steht, werden alle Menschen nachsichtiger mit sich. Selbstverständlich war es für einige die perfekte Gelegenheit, um etwas runterzukommen, mal aus ihrem Hamsterrad auszubrechen, diese Getriebenheit loszuwerden. Dennoch gibt es einige, die dadurch gebrochen wurden. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, either it makes you or it breaks you. Bedeutet also, wenn du in harten Zeiten nachsichtig mit dir bist, und harte Zeiten meine ich im Außen, in der Umwelt, das heißt Dinge, die dich vielleicht nicht unmittelbar betreffen, sondern erst irgendwann später vielleicht, ja, weil du nachsichtig geworden bist, dann werde nicht nachsichtig mit dir. Du musst an deinen Standards festhalten. Also der wichtigste Punkt überhaupt, harte Zeiten sollten nicht zu mehr Nachsichtigkeit mit dir führen. Dementsprechend ist es also unheimlich wichtig, dass du dir alles, was du dir vorgenommen hast, auch wirklich umsetzt. Halte dich also daran, was du dir selbst vorgenommen hast. Kongruenz wird in diesem Jahr unheimlich wichtig sein. Kongruenz meint einfach die Deckungsgleichheit zwischen dem, was du sagst und dem, was du tust, dem, was du geplant hast und dem, was du letztendlich umsetzt. Und diese Punkte sind unheimlich wichtig, denn genau dort versagen wir meistens. Wir führen uns selbst in die Selbstsabotage. Wir sorgen dafür, dass der Verkauf nicht stattfindet. Wir sorgen dafür, dass irgendein Projekt nicht zu Ende geführt wird. Wir sorgen auf unterschiedlichste Art und Weise dafür, dass wir nicht vorankommen. Aber das ist konträr zu dem, was uns als Mensch ausmacht. Denn wir Menschen unterliegen dem Fortschritt, sei es der Evolution an sich, aber auch dem technologischen Fortschritt. Und grundsätzlich verspüren wir immer wieder Unglück, wenn wir keinen Fortschritt in unserem Leben bewerkstelligen können. Es ist so eine Barriere, die sich zwischen uns aufstellt, wie so eine Glasdecke, die über uns hängt. Und immer dann, wenn wir diese verspüren, bleiben wir stehen. Doch Fortschritt ist eigentlich die natürliche Maßnahme unseres Seins, in diesem Leben überhaupt eine Art Glück, Erfüllung zu kultivieren. Denn wir entdecken immer wieder Neues. Und wenn du keinen Fortschritt erlebst, agierst du gegen deine Biologie. Das bedeutet aber auch, dass du heute cleverer sein solltest als gestern. Und wenn du cleverer bist heute als gestern, solltest du auch heute mehr von dir erwarten als gestern. Ich könnte sogar als Coach von dir erwarten, dass du heute bessere Entscheidungen triffst als gestern, weil du hoffentlich eine Lektion mitgenommen hast. Und das musst du unbedingt verstehen. Und um diese Lektionen und vor allem diesen Fortschritt auch in deinen Alltag zu bringen, solltest du diesen planen. Und du solltest nicht morgens nach dem Aufstehen, wenn du todmüde bist, diesen Tag planen, sondern vorher. Und bestenfalls planst du einen Tag vorher, eine Woche, einen Monat und sogar ein Jahr. Schau mal, ich war gestern im Thalia, gestern, und habe mir so ein Buch geholt. Das verlinke ich dir auch gerne mal unten. Und ich fand das super, weil es fängt an mit meine Vorhaben und Ziele für 2022. Dann geht es sofort in die 4 Hauptziele für das Jahr. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Ein ganz großer Teil. Da geht es darum, welche Maßnahmen ich zur Erreichung meiner Ziele wirklich umsetzen werde. Und da möchte ich dir direkt eine spannende Lektion mitgeben, die ich von einem Coach aus Amerika kennengelernt habe. Denn der hat so schön gesagt, no impulsion from compulsion. Bedeutet also, kein Impuls aus der Kompulsion, also aus dem Drang, aus dem Zwang heraus, irgendwas tun zu müssen.
Bedeutet also, fühlst du dich nicht gut und hast das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt handeln, tu es bitte nicht, sondern nimm dir Zeit nachzudenken. Nimm dir Zeit, runterzukommen, eine ganz bewusste Energie und Emotion zu verspüren, bevor du dann Entscheidungen triffst. Ja? So, wenn wir schon beim Thema Planen sind und vor allem Ziele erreichen, Maßnahmen, ich habe von den Maßnahmen gesprochen, so eine Tabelle nur für Maßnahmen. Messe deine Ziele anhand deiner Aktivitäten und nicht anhand deiner Ergebnisse dieses Jahr. Das heißt also auch, dass du immer von deinem Endziel etwas zurückdenken musst. Wir sind wieder bei dem Thema Denken, wie du feststellst. Also, du denkst dann wieder zurück und fragst dich, okay, wenn ich dorthin kommen möchte, was muss ich dafür tun? Was muss ich tagtäglich, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr oder Quartal für Quartal, allem voran aber Schritt für Schritt tun, um dieses Ziel letztendlich auch zu erreichen? Was muss ich tun, um mein Vorhaben, welches ich vorher geplant habe, umzusetzen, um kongruent zu bleiben? Und da ist es unheimlich wichtig, dass du das durchziehst und dich an deine eigenen Standards, an deine eigenen Vorgaben hältst. Und wenn das Ziel mal in weite Ferne rückt, dann rückst du nicht vom Ziel ab, sondern du arbeitest an deinen Aktivitäten. Du misst dein Ziel nicht an den Ergebnissen, du misst dein Ziel anhand deiner Aktivitäten. Und da kommt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ins Spiel, den ich mit meinem Klienten in der Regel immer durchgehe. Nämlich das Thema der Klarheit und der Absicht. Einerseits musst du dich fragen, was will ich erreichen, logischerweise. Auf der zweiten Ebene aber musst du dich fragen, wer muss ich werden, um dieses Ziel zu erreichen? Wie will ich dieses Ziel erreichen? Ein Ziel zu haben ist nett. Wir müssen aber auch wissen, wie wir das erreichen möchten. Denn ich sage jetzt mal, 20.000 Euro zu verdienen oder ein Traumauto, ein Traumhaus, die Traumfrau, völlig egal welches Ziel es ist. Wir wollen ja auch Spaß auf dem Weg dorthin haben. Wir wollen uns als Person ja auch entwickeln. Es ist also unheimlich wichtig, dass du neben dem eigentlichen Ziel auch eine ganz klare Absicht verfolgst. Denn die Absicht ist das, was uns am Laufen hält. Das Ziel ist einfach nur eine Orientierung. Ja? So, und dabei ist eigentlich eine ganz, ganz spannende Frage, wie will ich diesem Ziel nachgehen und vor allem, wie will ich diesen Aktivitäten nachgehen? Mit welcher Einstellung, mit welcher Emotion, mit welcher Energie? Ich habe mich auch gefragt, wie möchte ich dieses YouTube-Video machen? Möchte ich eher entspannt hier da sitzen? Möchte ich vielleicht ein bisschen inspirierend wirken? Oder möchte ich mit einer gewissen Energie hier rankommen? Und mit dieser Energie auch deutlich machen, worum es hier eigentlich geht. Ja? So, und dann kommt eigentlich der letzte und wichtigste Punkt. Du solltest deine Ziele nicht runterschrauben. Du solltest auch nicht die Ziele in irgendeiner Form verwerfen. Es sei denn, sie gehören nicht zu dir. Was viel wichtiger zu verstehen ist, es wird immer irgendwie eine Art Barriere zwischen dir und deinem Ziel geben. Du wirst immer in irgendeiner Form mit Selbstzweifeln, mit Ängsten, mit Unsicherheiten oder sonstigen Blockaden zu tun haben. Übrigens, wenn du da ein Problem hast, I'm your man. Aber worauf ich hinaus möchte, ist ganz simpel. Die Menschen, die ich kennengelernt habe, durch meine Coachings oder auch durch Netzwerken und so weiter und so fort, die wirklich Gewinner sind. Und mit Gewinner meine ich nicht, dass die irgendeine Medaille gewonnen haben, sondern als Gewinner bezeichne ich die, die sich immer wieder gegen ihre Ängste stellen, ihre Zweifel besiegen und dadurch Gewinner sind. Diese Menschen lassen diese Barrieren, diese gläsernen Decken nicht beeinflussen, was sie tagtäglich tun. Das heißt, egal was du oder wie viel Scheiße du ihnen vor die Füße wirfst, sie springen einfach drüber. Oder sie laufen im Notfall dadurch. Sie lassen sich nicht von diesen Hürden, von diesen Blockaden, von diesen Problemen, von diesen Stolpersteinen aus dem Konzept bringen. Und das wird unheimlich wichtig sein, auch für dieses Jahr, für dich. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Was ist diese eine Sache, die nötig ist, dass du diese einzelnen Schritte, die ich dir aufgezählt habe, am Ende auch wirklich umsetzt? Und das ist relativ einfach. Du brauchst Zeit zum Nachdenken. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in diesem Jahr von 100% unserer Zeit, freien Zeit, 80% nutzen zum Nachdenken. Nicht zum Grübeln, zum Nachdenken. Und wenn du keine 20 Minuten Zeit hast, um nachzudenken, und damit meine ich wirklich nicht zu grübeln, sondern nachzudenken, deinen Geist anzuregen, dann hast du de facto kein Leben. Nachdenken meine ich wirklich, dass du dich einer Sache widmest, ihr auf den Grund gehst und fragst, warum sie vielleicht noch nicht so gut für dich funktioniert. Wenn du Probleme in deiner Beziehung hast, möchte ich, dass du dich hinsetzt und dich fragst, was die wirkliche Veränderung in deiner Beziehung bewirken könnte. Wenn du in einem Beruf steckst, in dem du unzufrieden bist, du planst vielleicht eine Selbstständigkeit, du hast irgendwie das Gefühl, du hast die Motivation verloren, dann bitte ich dich, dich hinzusetzen und wirklich nachzudenken, was das Feuer wieder in dir entfachen kann. Wenn du Schwierigkeiten hast,
mit all dem, was ich heute gesagt habe, dann bitte ich dich darüber nachzudenken, dir Hilfe zu holen. Und mit dieser Hilfe würdest du auf jeden Fall auch die nächste Stufe, das nächste Level und vor allem auch deine Ziele deutlich schneller erreichen. Und wenn ich dir dabei behilflich sein darf, dann solltest du einfach in die Beschreibung schauen, denn dort findest du einen Link für ein kostenloses Beratungsgespräch. Ansonsten hoffe ich, dass das Video dir geholfen hat. Lass mir einen Daumen hoch da, teile das Video und denk dran, nutze die Zeit zum Nachdenken. Nimm dir die Zeit, um nicht immer in die Handlung zu gehen. Denk dran, no impulsion from compulsion, sondern lass den Affekt mal beiseite, komm zur Ruhe, denk drüber nach und triff dann eine weise Entscheidung für dein bestes 2022. Ich hoffe, dass das Video dir gefallen hat. Wenn ja, dann weißt du, was zu tun ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut, dein Patrick. Ciao.